Was ist eigentlich New Work? Zunächst einmal ein Begriff bestehend aus zwei Wörtern, New und Work, und steht für mich für gute neue Arbeitskultur. Steht für mich für Veränderung, aber auch für Spannung und für Kreativität. Eigentlich ist New Work gar nicht mehr so new. Es gibt eine Menge Unternehmen, Organisationen da draußen um uns herum, die schon seit Längerem sich Gedanken machen, was heißt eigentlich gutes neues Arbeiten? Wie gestalten wir gutes neues Arbeiten? New Work ist zunächst einmal die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Unternehmen. Es ist die Frage nach der eigenen Zukunftsfähigkeit und was es dafür braucht. Welche Menschen im Unternehmen, welche Prozesse und welche Strukturen. Es ist auch die Frage danach, wie wollen wir die Zusammenarbeit und das Miteinander gestalten? Und was heißt das für einen guten, gelingenden Umgang unter den MitarbeiterInnen im Unternehmen? Es ist auch die Frage nach den Bedürfnissen und den Potenzialen der MitarbeiterInnen. Und es ist die Verantwortung für mich selbst, für das Unternehmen und auch für andere. Arbeit aus meiner Sicht soll in jedem Fall erstmal Spaß machen. Die MitarbeiterInnen, die sollen einfach erkennen, welchen Sinn macht meine Arbeit, wozu gehe ich jeden Tag in die Arbeit. Und sie müssen auf jeden Fall Teil sein wollen innerhalb einer Organisation. Es gibt, wenn wir über New Work sprechen, aus meiner Sicht keine Blaupausen und keine Patentrezepte und auch keine allgemeingültigen, fertigen Konzepte. Daher kann ich auch nicht sagen, wie es geht. Organisationen sind meiner Erfahrung nach immer bunt und vielfältig. Das heißt, in der Veränderung brauchen Organisationen und ihre Teams auch bunte und vielfältige Lösungen. Und die müssen sie in erster Linie immer selbst finden. Gute Grundlagen für New Work sind Denken in Zusammenhängen und Wechselbeziehungen, systemische Kompetenzen, Modelle für Veränderungsprozesse und aber vor allen Dingen die Begeisterung für die Menschen und für die Arbeit mit Menschen, die sich in die Veränderung trauen. New Work beginnt immer dann, wenn wir anfangen, über unsere Sehnsüchte, über unsere Bedürfnisse, aber auch über unsere Zweifel in puncto Arbeit sprechen. Wenn wir anfangen, über Organisationskulturen, unsere Werte, unsere Prinzipien zu sprechen. Wenn wir da anfangen, ein gemeinsames Verständnis von Führung zu erarbeiten. Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, welche Methoden und welche Tools brauchen wir, um Zusammenarbeit gut zu gestalten. Und aber vor allen Dingen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen unsere MitarbeiterInnen in Zukunft, um weiter gut in ihrer Aufgabe zu sein. Am besten, wir fangen endlich gemeinsam an, uns zu fragen, was wir in puncto Arbeit der Zukunft wirklich, wirklich wollen.